Ja, mein Name ist Matthias Klings. Ich bin verantwortlich für den Pflanzenbau bei der Nering Isermayer Bückner Service GbR in Beckendorf. Wir wirtschaften in der Magdeburger Börde, bauen rund 400 Hektar Körnermais und 300 Hektar Silomais an, haben die vergangenen Jahre die Zünslerbekämpfung immer mit einem Rotomulcher gefahren und probieren in diesem Jahr einmal den Kultro aus. Ausschlaggebend für uns war jetzt die Flächenleistung der Maschine. Wo wir früher mit gut 3 bis 4 Hektar die Stunde gefahren sind, konnten wir die Flächenleistung jetzt gut auf 15 Hektar die Stunde erhöhen, was für uns eine Kostenersparnis darstellt und einen deutlich geringeren Kraftstoffverbrauch zur Folge hat. Das heißt, bei einer Normalschicht, die wir fahren, wären das so 150 Hektar bis 200 Hektar am Tag im Vergleich zu 40 Hektar mit dem Rotomulcher. Wenn wir sie auf 24-Stunden-Schichten setzen würden, würden wir das Ganze nochmal verdoppeln. Das heißt, wir würden innerhalb von einer Woche unsere gesamte Maisfläche damit abfahren können und somit zeitgerecht auch den Winterweizen und den Winterroggen in die Erde bekommen. Das Arbeitsergebnis ist ja entscheidend, dass die Maisstoppeln, die übergeblieben sind, gequetscht werden, dass die Maisstoppeln relativ schnell von Pilzen und dergleichen befallen werden, dass sich das dass der Zünsler keine Chance hat zu überwintern, und die Arbeit, die macht die Maschine eigentlich einwandfrei. Auch wenn mal Stoppeln runtergefahren sind, werden die so weit aufgesplissen, dass, ich sag mal, der Stängelrest gut absterben kann. Also bis jetzt hatten wir noch keine Verschleißerscheinungen feststellen können. Mit Steinen ist es auch relativ unempfindlich im Vergleich zum Rotomulcher, wo doch hier und da mal die Schlägel deformiert werden und es zu Umwuchten kommt. Bis jetzt konnte man nicht groß was feststellen. Die Maschine soll auch zusätzlich im Mais noch im Raps laufen und zur Beseitigung von Zwischenfrüchten im Frühjahr, zur Zerkleinerung der Erntereste, sodass wir eine relativ hohe Auslastung der Maschine anstreben. Naja, wir haben bisher auch mit knapp 200 PS und 6 Meter gemulcht, und jetzt können wir mit 12 Metern und der gleichen Leistungsklasse fahren, aber bei einer deutlichen Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und einer deutlichen Erhöhung der Schlagkraft.